sky is so awesome, I can't believe it. Do you see that? Yeah, that's so Berlin. Are we going to Berghain this weekend? We should. We really should. I didn't get in last time. I don't know, isn't your friend fucking someone? Let me just make a fucking... Ariane, erstes Mal Berlin, 15 Jahre. Abgeschnittene Hotpants, blond gefärbte Haare. Bestellt sich einen Wodka, will, dass ich ihn bezahle. Dann kommst du aber auch mit auf Toilette, ziehst Nase. Ich küsse dich auf den Mund, du drehst dich weg. Guck mal links und rechts, hier hat jeder Sex. Zeig mal da unten dein Leberfleck. Ich fass dir an die nach Schema F. Du drückst meine Hand weg, sagst du magst mich sehr gerne. Ich leg dir noch ne Line, du ziehst und sagst du siehst Sterne. So wie du dich anziehst, bist du doch ne Perverse. Schlampe, die will, dass ich sie unterwerfe. Ich drücke dich runter, du bläst meinen Schwanz. Wirst ohnmächtig mit meinem Gerät in der Hand. Ich spritz ab, geh weg, du lehnst an der Wand und schläfst. Ich tanz mit der nächsten Madame. Und am Montag geht es wieder ins Büro. Sie haben recht, ich Idiot. Natürlich, Chef, das mach ich gern in meiner Mittagspause. Das haben sie morgen auf dem Tisch. Da fehlt nur noch der letzte Schliff. Bevor das nicht fertig ist, gehe ich nicht nach Hause. Michaela, 52 Jahre, damals schon im E-Berg, immer mit ner Fahne. Knallt heimlich Meth, ich sag, dass ich sie verrate. Wenn sie nicht mitkommt und tut, was ich sage, du fickst jetzt mit Peter, los, zieh dich schon aus. Peter auf Speed, hol 2 cm raus. Erstmal das Geld, seh ich wie Mutter Teresa aus. Ab geht die Post, dem Geld folgen Taten. 3 Viagra und er hat einen harten. Er hält sich nicht zurück, das gibt ein paar Narben. Nach 20 Minuten hört sie auf zu atmen. Peter rastet aus, ist seit 6 Tagen drauf. Wir müssen uns stellen, dann kommen wir jetzt immer raus. Ich stech ihm durchs Fett mit meinem Messer in Bauch. Er verreckt, ich hau ab, direkt Kater blau. Blau, blau. Und am Montag geht es wieder ins Büro. Sie haben recht, ich Idiot. Natürlich, Chef, das mach ich gern in meiner Mittagspause. Das haben sie morgen auf dem Tisch. Da fehlt nur noch der letzte Schliff. Bevor das nicht fertig ist, gehe ich nicht nach Hause. Ich weiß nicht seinen Namen, circa 30 Jahre. Gangster-Rapstar, den kenn ich aus dem Fernsehen. Mal sehen, ob die so hart sind, wie die Zeitung sagen. Ich gehe raus, warte in der Seitenstraße. Er kommt um die Ecke, hat mein Messer am Hals. Du weißt, dass das in deiner Kehle steckt, wenn du beißt. Das, was gleich passiert, hältst du besser geheim. Ich denk nicht, dass du's deinem Schutzgeld der Presser mitteilst. Er öffnet seine Lippen, fängt dann zu blasen. Nebenbei erklär ich ihm, wo ich ihn gleich vergrabe. Tränen in den Augen, Kotze in der Nase. Hoffnungslose Lage, sein Kopf ändert die Farbe. Ich komme, bin abgelenkt, passe nicht auf. Er nimmt mir das Messer weg, ab in mein Bauch. Okay, du hast gewonnen, ich gehe gleich drauf. Doch du wirst immer an mich denken, wenn dir deine Kleine einkaut. Kaut, 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 kaut. Und am Montag geht es wieder ins Büro. Sie haben recht, ich Idiot. Natürlich, Chef, das mach ich gern in meiner Mittagspause. Das haben sie morgen auf dem Tisch. Da fehlt nur noch der letzte Schliff. Bevor das nicht fertig ist, gehe ich nicht nach Hause. Ariane! Ja, wir sind doch niemand!